Hallo, heute zeige ich euch, wie man eine Mund-Nasen-Maske häkelt. Dazu benötigen wir zwei verschiedene Farben Wolle, Häkelnadel und eine Schere. Wir beginnen damit, 31 Luftmaschen zu häkeln. Nun wird eine Reihe feste Maschen in die Luftmaschen gehäkelt. Nun häkeln wir noch zwei Reihen feste Maschen. Nun werden vier feste Maschen gehäkelt. Weiter geht's mit vier halbe Stäbchen. Und wiederum weiter geht's mit 14 Stäbchen. Wieder vier halbe Stäbchen häkeln. Und am Schluss der Runde nochmal vier feste Maschen häkeln. Diese Reihe wird nun noch 9-mal wiederholt. Nun folgen 3 Reihen feste Maschen. Jetzt wird eine Runde feste Maschen gehäkelt mit einer anderen Farbe.
Jetzt häkeln wir die Schlaufen für die Ohren. Da werden nun 40 Luftmaschen gehäkelt mit zwei Farben gleichzeitig. Sind die 40 Luftmaschen gehäkelt, werden sie noch mit einer festen Masche an der anderen Seite der Maske befestigt. Waschbar ist die Maske bei 40 Grad. Ihr könnt natürlich noch Baumwollstoff innen einnähen. Bis bald. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt alle gesund.